Hallöchen, herzlich willkommen zurück beim Let's Play zu Echo zusammen mit Sinde, mit Xa, mit Hippo und mit Coach. Servus. Hi. Hallo. Servus. Hallo. Und Coach sehe ich da oben schuften. Er schaufelt und verzweifelt. Ja. Coach, der schuft. Und Hippo, ihr schafft noch das Endlager, oder wie? Ja, yep. Ja. Hattest du das Fleisch noch angestellt, Xa? Jep, das ist gerade durch. Was? Ich schau mal eben. Kannst du das hier noch enteichen? Ja, ich bin gerade dabei. Ja, und ist durch, Coach, kannst du abholen. Jo, danke. Die enteichen und ich eiche auf. Ja, hier wird wieder aufgeeicht. Aufgeeicht. Ja, genau. Muss ich mich ein bisschen um den Wald kümmern, wenn die alles abholzen da oben. Oh ja, ist vom Eichamt. Ich wollte es gerade sagen. Oh Mann. Ja, wenn die schon mal wo wachsen, diese edlen Bäume, dann müssen wir das auch reichlich nutzen. Oh, hier vorne sollen noch Tomarden. Dann machen Tomarden. Wir hier. Tomarden, ja, in Hesse heißt das Tomarde. Tomatoes. 5R. Das R ist Rollen. Genau. Wir sind schon dicht beieinander, ne? Ach, die müssen hier so dicht beieinander, das muss so. Das muss so. Das ist ein Moos. Moos so. Ja, Gott sei Dank schnell. Nicht. Oh, lebt hier jetzt noch irgendwo was rum? Glaub nicht, oder? Ne, ich sehe nichts mehr, obwohl mir da gerade an irgendeiner Stelle noch was angezeigt wurde. Ja, ich hatte gerade zwei Stückchen noch aufgehoben. aber Xa, du kannst hier noch mal ein bisschen wegbuddeln. Ja, mach ich. So, jetzt lass mal gucken. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu dicht gepflanzt, jetzt beschweren sie sich wieder. 0% Match? Was? Hier wurde mir doch angezeigt, Super Eiche. Eiche, super Eiche, oje. Super Eiche. Ja, und? Was ist? Nix ist. Außer Spesen nichts gewesen. Moment. Oak Yield Potential. Show. Das ist super hier. Das, also nicht super, es ist orange, aber es ist immerhin nicht 0%. Soll das? Wie verarscht mich. Okay, Xa. Gut, dann. Buddel. Buddel die Bub. Wo ist deine Karre? Du stehst oben voller Zeugs. Voller Müll. Voller Müll, ja. Ja, aber jetzt, ich möchte das aber, das Endlager jetzt aber hier nicht mitten in die Eisenader reinpacken, ne? Ja, deswegen buddel ich das Eisen auch gerade raus. Soll ich noch ein bisschen in die andere Richtung buddeln, oder wie ist der Plan? Ja, ich hätte jetzt halt mal das Eisen rausgebuddelt, bis man auf, mit ein bisschen Glück, eine Steinfläche kommt, oder ansonsten müssen wir das dann halt von Hand reinlegen, mit einem Steinboden. Steinboden. Oh Mann. Wer von euch kann mir denn so eine Rampe bauen? Da liegen bei Hippo noch welche dran. Ja, genug. Oh, also. Sind halt nur Dreckrampen, ne? Aber ist ja egal. Das ist mir egal. Ist mir egal. Egal. So ja. Egal. Hier wachsen dann die Supertomaten. Das ist das perfekte Gebiet für Tomaten. Oh, Hacke kaputt. Wie ist das eigentlich, wenn die Hacken immer so, oder wenn irgendwelche Werkzeuge zunehmend schlechter werden, weil sie halt kaputt gehen, so über grün nach gelb nach rot. Wir brauchen ja auch schon mehr Kalorien, wenn sie gelb sind beispielsweise. Habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Achte ich jetzt mal drauf. Hätte jetzt gedacht, ja. 15. Also ich verbrauche jetzt gerade 11 bei grün. Ja, ich glaube auch irgendwie, es wird schlechter. Ich brauche 23,7 bei einer fast kaputten. Na, dann ist das vermutlich, dass das tatsächlich abnimmt dann auch, ja. Okay, dann muss ich jetzt nochmal ganz viel Tomardensamen anschmeißen.
War das hier ein echt Riesenlager? Coaches Wurst ist einfach sehr, sehr lecker. Na, ist ein Traum. Also, ja. Und noch irgendein Gemüse. Ich glaube, ich krieg hier gleich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Oh, guck mal, er hat das Lager weggemacht. Yay, man kann hier durchlaufen. Coach, ich bin begeistert. Das da vorne ist doch schon lange weg. Was sagst du? Oben ist jetzt zum Beispiel noch Chad Horn. Yay. Und hier, ich hatte noch ein paar Fried Tomatoes. Fried? Oh, ein paar Tomaten könnte ich auch mal gebrauchen. Fried Tomatoes? Die kenne ich ja noch gar nicht. Die Chert kenne ich ja bisher. Ja, die brauchst du so fett. Ja, aber frittiert geht immer. Frittiert ist auch gut, ja. Coach, das ist göttlich. Ist hier ist auch einmal Campfire Stew, hätten wir noch im Angebot. Ja, oh, ja, ich kann... Oh Gott, das ist doch schon... Ich hatte das nur eins. Können wir sagen, was zum Essen? Nur eins, ja. Jetzt steht gleich... Ich nehme mir mal ein bisschen die Tomaten mit und ein bisschen... steht gleich Couch wieder ohne alles da. Kann wieder von vorne anfangen. Wurst. Wurst. Und der Chris Nord ist der Bauer, die wascht auch ohne Brot. So. Als Mausrat des Todes. Es ist wieder an der Arbeit. Ich glaube, ich muss mal Abwechslung haben. Ich schaufel Bündchen jetzt mal. Sind auch nicht gut für mich. Eine Wurst? Auch nicht mehr. Wo sieht man nochmal, was man braucht? Ja, unten links mit der Maus drauf und auf diesem bunten Kreis da mit den Kuchen. Kuchen. Okay, the quality of your diet increases your skill rate. Carbs 4,4, Protein. Wie lese ich das denn jetzt? Naja, das, was da oben an Zahlen steht, ist halt das, was du hast. Also 3,5 habe ich Carbonate. Kohlenhydrate. Proteine habe ich 6,6 und so weiter. Also das heißt, wenn das rot ist, was am niedrigsten ist, das sollte ich als nächstes essen, oder? Nee, die Farbe ist immer gleich. Achso. Ja, und woher weiß ich jetzt, was ich essen soll? Naja, alles sollte ungefähr gleich sein, angeblich. Ja, also von den Zahlen her muss es gleich sein. Ich habe zum Beispiel Protein 6,6 und Kohlenhydrate 3,5. Also ist und Vitamine 2,1. Da bin ich also unterernährt, was Vitamine betrifft. Also hoch ist gut. Sollte alles möglichst dieselbe Zahl haben. Wahrscheinlich Idealwert alles auf 4. Also zumindest, also ich zum Beispiel habe jetzt Carbs 4,4, Protein 9,3, Fett 4,1 und Vitamine 3,5. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Vitamine und Proteine ein bisschen, um dann auf den Wert von den 4 von... Ja, schon klar. Ja, gut, okay, dann brauche ich Vitamine. Weißt du, ich habe Coach Wurst gegessen. Ich bestehe nur aus Proteinen und Fett. Ja, ich auch. Das ist ja das Problem. Ganz schön fettig, deine Wurst. Ja, das hilft nichts. Fett ist Geschmacksträger. Muss ja auch noch was schmecken, ne? Ja, dann machen wir ein paar frittierte Vitamine. Frittierte Vitamine ist gut. Frittierte Huckleberries zum Beispiel. Ja, richtig. Hier stehen schon zwei so gierig an meinen Kissen. Ja, Hunger. Ja, ich bräuchte das auch irgendwas, was ganz dicke Vitamine gibt. Ja, haben Hunger. Ja, ansonsten nehmt euch, ich habe hier 100 Huckleberries. Beziehungsweise, kannst du denn da noch... Die rote Beete kriegst du auch noch. Hier, komm, da ist auch rote Beete. Rote Beete. Das sieht schon was dann, besser aus. Ihr esst doch jetzt nicht rohe rote Beete. Nein. Fettige rote Beete. Fettige, frittierte. Alles schon gejagt. Frettige rote Beete. Ja, vielleicht sollten wir die vielleicht echt mal in die andere Richtung buddeln. Ich glaube, wir haben das größte Eisenlager hier, was es gibt. Ja. Ja, das wird überhaupt nicht weniger hier. Ja, dann überleg mal, wie viel Schlacke das produzieren würde, wenn er das Eisen alles verwertet. Ja, dann das wäre eine Katastrophe. Zu. Ich meine nur, dann baut es halt zu, scheiß drauf. Wenn man weiß, wo es ist, dann kann man es ja immer noch mal notfalls abbauen und aufreißen quasi. Beziehungsweise es gibt doch, glaube ich, auch so Bärenzeugs. Kannst du das eventuell herstellen, Koya, mit der Mühle? Ja, ich habe da so eine Huckleberry-Paste im Moment. Genau, weil die gibt, glaube ich, nur Vitamine. Das war Karmas-Paste, sorry. Nee, habe ich nicht. Ah ja, schade. Nee, aber es gibt irgendwie so Huckleberry-Creme oder sowas, die nur Vitamine gibt. Zucker aus Huckleberries herstellen. Nee, das muss Coach machen.
Was? Ja dann. Du musst Huckleberry Paste machen. Das ist gut zu wissen. Ja. Warum kann ich, wieso kann ich, warum nicht? Ja, wir könnten auch mal einen einfachen Gang in der Richtung Grabenhippo. Dass man sieht, wie weit das geht. Könnten wir machen, ja. Aber das Problem ist auch, nicht nur, dass das Vorkommen endet jetzt zwar hier, aber dann fängt Erde an. Ja, wie gesagt, dann bauen wir da halt einfach eine Steinmauer hin. Ja. Steinhammer, ja. So, die frittierten Tomaten kann ich nicht anpflanzen, stelle ich gerade fest. Das war doch mal was. Frittierte, frittierte Tomaten pflanzen. Frisch von der Pflanze weg frittiert. Ja, willkommen im Schlaraffenland. Ja, dass die 100% haben hier, bitte, bitte, bitte. 71, hä? 90, 90, okay. Coach irrt wieder durch die Gegend. Nee, ich bin gerade ein bisschen. Das klingt irritiert. Ja, als würde er durch die Gegend irritieren. Ich will dieses Cooking Skillbook machen. Dafür brauche ich Campfire Roast. So, Raw Roast habe ich mir gerade von. Auf 23, witz mich. Von Xar geholt. Jetzt sagt er mir aber, kann ich nicht machen. Wir können er nicht machen. Können sie auch nicht alles. Ja, roh oder durchgebraten? Nee, ja, das rohe muss ich jetzt verwursten, aber das will ich ja gerade machen. Und dann sagt er mir, da ist so ein roter Kringel drumherum. Oh, er sagt mir, roh, wieso hab ich denn. Wieso. Das macht mich fertig hier. Nein, ich hab keine Bülps mehr. Bülps, ich hab noch 20 Bülps in meiner Kiste, hast du wirklich vorhin übersehen. 20, da komme ich überhaupt nicht mit weiter. Aber es sind immerhin Bülps. Ja. Also das Lager hier hört echt nicht mehr auf. Ja, man braucht für die Bitches brauche ich voll viele Bulbs. Ja, das schlürfisch, aber was soll ich denn so herholen? Muss da halt doch Bäume fällen und bei der Sinne ins Lager schmeißen. Ich glaube, ich muss doch Sand machen. Ob ihr es glaubt oder nicht, meine Felder sind fertig. Wow. Unglaublich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wunder und Zeichen. Mhm. Runde Zeichen. Also wenn ihr nochmal so ein Bison über den Weg läuft, den könnt ihr auch nochmal schlachten, zwecks Raw Meat. Das Problem ist, dass wir aufpassen müssen, die Bisons nicht auszurotten. Dann nimm Hirsch. Ja, kann für den gilt Ähnliches. Ich würde jetzt gerne sagen, dann nimm Fisch. Geht nicht, weil ich brauche Raw Meat und nicht Raw Fish. Ja. Nee, ich sag ja nur, du musst der Xar halt drauf achten. Ne? Ja, klar, mach ich. Zum Beispiel von Wölfen waren es letztens, da gab es noch sagenhafte 28 Wölfe auf dieser Welt. Ja gut, aber das waren von Anfang an nicht sonderlich viele. Trotzdem wenig. Ich würde die so gern zähmen. Weißt du, so dass man Köder auslegen kann, dass man so einen gezähmten Wolf hat. So. Natürlich. Fände ich voll schön. Ja. Der kann dann den Wagen ziehen. Macht auch Sinn, um die Meteoriten abzuwehren. Ja, zum Beispiel, der kann ja dann so erzogen werden, dass das so Schlittenhunde sind und die ziehen dann hier so einen Wagen. Die können den Wir Mond sind hier an. Nicht in Ark. Die können ja den Mond anheulen und vielleicht bewirkt das ja, dass der Meteorit ein bisschen mehr rauszoomt, zieht so oder so. Ja, oder vielleicht auch Respekt kriegt. Hier, Schildi, du musst da weg, ich mach hier Weg. So. Weg macht er da. Mach hier Weg weg. Wie ich. Geh da weg, ich muss hier schaufeln. Oh, jetzt habe ich die Schildi eingemacht. Oh, da ist er. Schildi eingeschaufelt. Die eingesaufelte Schildi. Eingesaufelte? Ja, eingesaufelt. Mega Saufelei. Habe ich noch Erde? Oh. Da hat der Bären. Da sagt er mir nichts zu. Habe ich dir auch gesagt, ich habe 100 Bären da liegen. Nee, also das sind nur 95. Ja, ich habe ein paar gegessen. Keine Falschaussagen. Wie geil ist das denn? Ich habe hier ein Tomatenfeld angelegt und was hat sich hier wild gepflanzt? Eine Eiche. Mitten auf dem Feld. Ja, super. Das ist,
Hör mal, wir müssen miteinander reden. Ich mach die Pflanzen hier extra luftig, weißt du, so ein bisschen mit Platz dazwischen. Ja. Ja, nee, schön. Ich kann übrigens auch Pflanzpötte jetzt bauen. Wenn die ihr sowas gerne hättet. Für innen so. Das ja, genau. Schön, die bringen Housing. Nur her damit. Dann kann ich ein paar Pflanzen organisieren, dann kann jeder ein paar Blumentöpfe reinstellen. Das wäre toll. Soll ich mal für jeden zwei bauen? Ja. Also ich habe gerne rund oder eckig? Rund ist schöner, ne? Ich täte rund nehmen, ja. Ja. Also wie viel sind wir denn? Wir sind fünf, ne? Ja. Trifft sich auch gut mit den zwei, weil ich mehr als zwei Pflanzen kenne ich noch nicht. Dann baue ich mal 10. Okay. So. Da soll ich schon mal Steinwände mitbringen, dass wir da unten was machen können? Ja, dazu müssten wir aber erstmal das ganze Eisen hier wegkriegen. Ach, 15 Minuten dauert das jetzt so. Das und ich habe jetzt schon mal testweise zur anderen Seite ausgebuddelt, das sieht jetzt aber auch nicht viel besser aus. Und geradeaus? Da dürfte dann vermutlich Erde kommen, also können ja mal schauen. Ist ja egal, Erde ist ja okay, da können wir dann ja ein Lager reinbauen. Ding. Aber dann soll das aber doch mal ein Wägelchen ganz schaffen, weil die Erde ist doch nervig. Ja, mein Tank ist voll. Ja, meins auch. Das hat irgend so ein komischer Hippo vollgestopft. Ja, meins ist mit demselben Mist voll. Das ist ja die Scheiße. Ich glaube, wenn man eine Schaufel in der Hand hat, kann man keinen Wagen ziehen. Was ist denn euer Problemchen? Naja, unser Problem ist halt, dass wir hier unten ein riesen Erzvorkommen haben. Ja, scheiß doch drauf. Wie gesagt, baust du das Erzvorkommen. Ihr könnt das doch eh nicht alles einspielen. Ja, was ist denn hier? Sollen wir hier links nicht einfach das benutzen, Xa? Wo du schon angefangen hast, so eine Kammer zu machen, dass wir die einfach nur ein bisschen größer machen? Ja, können wir machen. Aber wir können jetzt auch hier einfach geradeaus rein und halt... Dann verbauen wir uns aber natürlich den totalen Weg, um diese Mine gegebenenfalls nochmal größer machen zu können, ne? Das ist richtig, ja. Also ich würde nach links tendieren. Ja, dann... Kann ich jetzt was sagen oder soll ich nicht tun? Schachten wir das halt hier noch ein bisschen aus. Tu mal nett. Tu mal nett, okay, dann lass ich jetzt sein. Tütum. Bin wieder zu Hause. Ich glaube, ich baue mir da unten echt noch eine Hütte in beiden Feldern. Wobei, da scheint es gar nicht mehr so viel Eisen zu geben in die Richtung. Ja, hast du auch Bohnen angepflanzt? Nee, die habe ich noch nicht gefunden, wo ich dies machen kann. Brauchst du die dringend? Ich hätte jetzt sonst Reis gemacht. Dringend nicht, okay. Kannst du mit Reis viel anfangen? Ansonsten spare ich mir die Mühe, weil das ist echt Aufwand. Würde aber auch Spaß machen, glaube ich. Im Moment noch nicht. Und nicht. Also im Moment kann ich noch nichts machen. Ich lerne gerade das nächste Buch hier, dann kann ich dir mehr sagen. Ja, nö, sonst würde ich... Weil im Moment kann ich auch nicht sehr viel mit dem Ofen. Wo komme ich denn da? Ich bin doch vor der Nase. Warum komme ich? So, aber wenn ich jetzt nicht drankomme, weiß ich auch nicht. So, das machen wir da rein. Oh, jetzt hängt er schon wieder fest. Ich glaube echt, immer wenn du ein Werkzeug in der Hand hast, kannst du keinen Wagen ziehen, oder was? Nö, jetzt kann ich... Mann! mein Wagen... Habt ihr damit nicht so Probleme, wenn ihr mit dem Wagen durch die Gegend... Nö. Ich meine, der bewegt sich keinen Millimeter, obwohl der ganz normal da steht. Irgendwie überladen oder sowas? Nö, gar nichts. Der ist leer. Wir sind leer? Der Wagen ist leer und bewegt sich keinen Millimeter, das meine ich. So. Heute Nachmittag musste ich übrigens sehr lachen. Gewitter?
Oder weswegen? Ja, das ist das richtige Thema. Ich hatte heute Nachmittag einen Anruf auf meinem Handy, wo sich dann im Endeffekt herausstellte, das hat sich jemand verwählt. Aber wenn ich die Nummer im Display sehe und die nicht kenne, dann wird mir darunter immer angezeigt, woher diese Vorwahl ist. Neues? Ja, korrekt. Obwohl ich sie schon mal dran habe, bei ihm war schlimm Gewitter, habe ich gehört. Ich habe ja lange nicht mehr geschaufelt. Also irgendwie besteht dieses Spiel für mich zumindest nur aus Schaufeln. Oder ja, halt für mich auch. Bestenfalls mal hacken oder ja, hacken. Entweder Stein oder Holz halt. Ja gut, ist halt als Farmer, das ist nicht so verwunderlich, finde ich. Ja. Ich habe ja immerhin zwischendrin mal ein bisschen Weg und ein bisschen Feld machen können. Ne? Ja. Soll ich mich mal nicht beschweren? Bitte sag, dass ich an meinen Wagen komme. Ach, natürlich nicht. So. Geht das jetzt zehnerweise? Also die Reichweite von den Lagern dürften sie ruhig ein bisschen erhöhen. Ja, ja, das dürften sie durchaus. Wie viel Erden sind? Ich glaube, das war eine gute Idee hier. Wird's da besser? Ja, wir kommen jetzt hier in Richtung Erde. Ah ja, perfekt. Kommen in Richtung Erde. Letzter Block hin. Dann bringe ich schon mal ein paar Pflastersteine mit, oder gibt es noch viel zu buddeln? Unten sind schon Pflastersteine. Ach so, okay. Gucken, was meine Sandproduktion hier macht. Läuft. Solange sie nicht versandet. Ja, das ist also Sand aus Stein herstellen dauert ewig. Naja, hast du mal so einen Stein genommen und versucht daraus Sand zu machen? Ja. So im letzten Jahr eher selten. Na, siehst du. Ja, mach das häufiger. So. Die Pflanzenpötte sind übrigens durch. Oh ja, da hole ich mir gleich an. Ein Horn. Die sind jetzt wofür oder ist das einfach rein Deko? Ja, da sind. Ja, nein, du kannst dann quasi eine Pflanze in dein Haus bauen und dann kriegst du unten, da neben deinem Essen, da siehst du, da ist noch so ein zweiter Kreis vorgesehen. Ja. Der ist für Housing. Also das heißt, wenn du dein Gebäude verschönerst und da irgendwelche Sachen reinmachst und ne, tralali, tralala, dann kriegst du da auch Punkte. Ja. So, hab ich mal zwei geklaut. Mal schauen, was ich da drin anpflanzen kann. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Coach der Erste ist, der sich auch so einen Pflanzenpott holt. Also, ich bin ja der Zweite, du warst der Erste. Ja, ja, gut. Also. Ja, wenn es schon mal was umsonst gibt. Denn ja, da, aber es ist Schnick und Schnack, also. Puh, das ist ein großes Ding. Der muss auch im Haus stehen, oder? Ja, schätze mal, ja. Jo. Ich versuche da gerade mal was anzupflanzen, mal gucken, ob das... Angst. Komm, dass wir ausdrücken können. Ah, ja, okay, eine Pflanze habe ich drin. Ja, ist egal, was ich da reinstopfe. Du weißt ja, du kannst auch versuchen, Weizen dort anzubauen. Das war jetzt gerade so meine Idee. Kannst du auch einen Schnitzel reinstecken, wenn dir das kannst gefällt. Du eine Tomatenpflanze da drin setzen. Hier, pass mal auf, Coach, wenn du in meine Kiste gehst, hier. Ja. Da siehst du bei Koyas. Hier, warte mal, ich mach mal, die benenne ich mal um jetzt. In der Samenkiste, da wo ja. Die ganzen Samen drin sind. Da siehst du, das dritte von links sind so blaue Blumen. Kamas. Ja, genau, die Kamas. Die kannst du dir schnappen. Also zwei. Ja. Die gehen da drin.
Und ich versuche jetzt gerade nochmal diese lila Blumen da anzupflanzen. Da brauche ich allerdings noch Samen, die muss ich bauen. Die kann ich mir alle schnappen hier? Oder? Naja, klar, ich muss mal hier kurz umschichten, Samen. Das Lager ist voll. Ja, ich hab's gemerkt. Das geht ja nicht. Ach du Gott, der baut immer noch an Tomatensamen. Weißt du, wie lange Tomatensamen dauern? Nee. Lang? Ich. Ewig weiß nicht, er macht nämlich nichts mehr. Keine Ahnung. Warum macht er nichts mehr? Pharma-Tape? Ach so, ja. Ich habe die Tür aufgerissen, um den Wagen reinzubekommen. Ich hebe hier gerade meinen Boden aus. Dann kann ich natürlich jetzt gerade gar nichts bauen. Kann ich mir auch eine Birke anziehen? Anziehen? Das wäre geil. Das wäre geil, so eine Birke da zu bauen. Ja, und plötzlich hebt sich das Hausdach. Ja, mit dem Ausbau muss man es ja eh noch. Würde ich ein bisschen feiern, muss ich zugeben. Ja, so eine Bonsai-Birke wäre doch schon nett. Ich finde die Gedanken auch genial. Ach hier, Tomaten gehen. Ja, bringt nur nichts. Ich mach ja nichts, aber... Baut er jetzt wieder? Ja, er baut wieder automatisch. Bringt das denn was auf für Housing? Nö. Doch, plus 3,8 habe ich da jetzt. Wow. Also ich kriege jetzt 140 Punkte durch Essen und 3,8 für Wohnen. Also ich bräuchte... Also ich, toll. Ja, es ist jetzt nur ein Pott. Ich muss mir nochmal so einen Bulb holen, weil den habe ich jetzt vor lauter Verzweiflung gegessen. Und oh, Mann, du hast einen Bulb gegessen? Ja. Bulb? Rechte Maustaste. Du kannst doch nicht meinen Bulb essen. Nee, den Pflanzenbulb. Den Bulb halt von der Pflanze, Kammers, von der Blume. Solange es kein Bulb-Dog ist. Der wäre wahrscheinlich noch schön. Aber mit diesen Kammersblumen eigentlich Kammers. Ach, egal. Nein, kann man nicht. Aber den krieg ich da nicht reingestopft. Diesen Kammersbulb. Doch, habe ich gerade hier. Bei mir wächst er schon. Nee. Doch. Hat eigentlich. Ja, wenn ich jetzt wieder rechte Maustaste drücke, ne? Du hast den unten in der Schnellleiste. Ja. Und dann gehst du mit dem Mausrad so, dass es erleuchtet ist, stellst dich davor, dann kriegst du einen grünen Punkt angezeigt, wenn es passt, und dann kannst du den da reinsetzen. Ja, dann Wagen frei. Am Arsch hängt der Hammer. Hier, schau mal, ich mach dir das, Gott. Ja, mach mal. Da, zack, da. Leck mich doch am Arsch, die Tomatenpflanze ging so rein, der Bulb wollte nicht. Kannst einfach nix. Nee, vielleicht muss ich das tatsächlich machen als Farmer. Vielleicht ist das... Ja, aber die Tomatenpflanze habe ich auch reingekriegt. Ja, Tomate kann ja auch wirklich jeder Horst, aber Bulb ist schon echt was für Fortgeschrittene. Klar. Ganz eindeutig. Oh, hier, ich krieg 0,44 Skill. Wenigstens da, pro hier, Tag Housing. 0,4? Ja. Ich habe 3,8, warum habe ich so viel mit einer Pflanze? Na gut, ich habe einen anderen Topf schon aufgestellt. Vielleicht bringen die Töpfe mehr als die. Wächst halt nur noch nichts drin. Und schön zu sehen wäre ja auch, wenn dann die Pflanze dort gedeiht und sprießt und wächst, ob man dann mehr kriegt. Weil schön und so. Ja, das wäre schön. Oder ob mein Boden hier, den ich lege, ob der Boni gibt. Du hast doch Bodensinde bei dir im Haus, oder? Ja. Komplett? Ja. Hast du da... unterhalb deiner Skillpunkte unter dem blauen Kasten was stehen außer Da habe ich 1,8. Genau. Wollen wir dann das jetzt hier noch nach unten ein bisschen ausschachten, Hippo? Also so eins, zwei. Ja, so eins, zwei tiefer oder so. Also muss ich. Dass man ein bisschen mehr reinkriegt. Aber hier ist wieder so viel Erz. Ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Erz. Mhm. Ups, mein Rad ist abgestürzt. Mist. Kannst du mit dem Hammer aufbauen wieder? Wenn's leer ist. Ja, weiß nicht, zur Not ja, aber ich bin irgendwie. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Erzen. Ich habe ja gerade gesehen, da unten ist ja noch ein Lager voll mit Erzen. Ja, ja, das ist vom unteren. Okay. Ja, ja, wie gesagt, ich würde es halt einfach tiefer schippen und wenn dann auch wieder Erz ist, dann einfach Scheiß drauf und. Ja, also jetzt noch einen tiefer oder was? Ja, oder. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Ich meine, das ist ja echt eine Unmenge. Also ich würde sagen, je größer, je besser, oder? Ja, schon klar, aber wie gesagt, das ist alles wieder Erz, was wir hier rausholen. Steine wäre nicht so schlimm, die kann ich zu Not zu Sand machen, aber das ganze Erz, ich weiß nicht, was ich mir machen soll. Ja, dann lass es doch einfach liegen. Ja, nee, ja, es aber geht ja darum, dass wir Fläche brauchen für unser Endlager. Ja, dann baut's ab das Erz und stellt's einfach in die Ecke wieder. Also irgendwo sind noch bestimmt Ecken, wo ihr was leergeräumt habt, was ihr nicht gebrauchen könnt. Stellt's einfach hin. Oh Gott, wie viel Holz brauche ich noch? Warte mal.
18. Ja, 18. Oh Gott, 15 ist praktisch. Koja, kannst du bei dir unten gerade irgendwo Erde brauchen? Nee, ich hab's auch schon ins Lager geschmissen bei mir. Okay. Aber kannst du in mein Lager reindonnern, wenn du magst, also falls ihr eure voll habt. Jetzt habe ich hier so einen Ofen. Gibt es auch einen Herd? Glaube schon, ja. Also, ja, aber ich kann den nicht bauen. Also. Vielleicht Sinde? Auch das lang. Was denn? Ein Herd? Nee. Ja, also Holz wäre auch komisch. Wollte ich gerade sagen, ein Herd aus Holz wäre ein bisschen seltsam. Hast du Housing noch gelernt, oder nicht? Was habe ich gelernt? Housing? Hattest du irgendwas mit Housing, oder nicht? Ja, Regale und sowas. Zum Glück schweben die Sachen, wenn man unten drunter wegschaufelt. Mhm. Sonst wäre mir, glaube ich, auch schon öfter was irgendwas auf die Birne gefallen. Mhm. Tum, tum, tum. Fleißig gehämmert in meinem Haus. Der eine Tisch hämmert, der andere klöppelt Samen raus. Ich schaufel hier in meinem Haus. Es klingt wie die Großbaustelle. Nur der Presslufthammer. Ich bin gespannt echt auf die ganzen... Da, mach echt mal einen Engineer nach vorne. Ein Presslufthammer, ein Bagger, ein Transporter... Ja, ja, LKW durch die Gegend pacen. Man muss halt alles verstärkt. Oder nachdenken, Autos zu bauen. Ja, das ist doch Grundvoraussetzung, dass du endlich mal die Straßen beachten. Ich muss jetzt auch Xamar. Alles muss Xamar machen. Ja, jetzt hängt alles wieder an mir. Ja, jetzt siehst du mal, mach mal hinne. Apropos, ich brauch das wirklich gleich. Ich muss mal meinen Stampfer wieder reparieren. Ja, mach ich. Ja, nicht jetzt sofort. Ja. Also, nur jetzt bald. So, noch ein tiefer? Ja. Kommen wir hier auch nicht mehr raus, ne? Noch ein tiefer? Okay. Ja, ein tiefer geht, glaube ich, noch. Ganze scheiß Erz. Na ja, gut, wir konnten auch irgendwo ein Erzlager erstmal machen, oder den ganzen Scheiß zwischenlagern. Ey, meine ganzen Lager sind Erzlager. Das ist ärgerlich. Trick 12. Was ist das? Wir sind dann eins daneben. Übrigens, wir sind bei 33 Minuten. Ja. Passt wie immer gut auf. Ne? Ja, läuft ja. Aber wir müssen uns die Kia mal holen, die dann bei Aberration ja immer so gut aufpasst auf unsere Folgenlänge. Ja, oder wir legen uns doch dann mal eine Uhr zu. Meinst du? Hm. Wäre fast sinnvoll, ne? Ja, ich habe ja eine laufen, so ist es ja nicht, nur ich schaue halt nicht drauf. Ja, richtig. Dann hilfst du das ja viel, ja. Ja, ja. Auch schon so moderne Dinger, die klingen. Aber da immer längere Folgen bei Echo gewünscht wurden, und mach doch zwei am Tag und mach doch fünf. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn es mal 33 Minuten sind. Und wir spielen ab sofort nur noch Echo. Machen gar nichts anderes mehr. Versprochen. Bis dann, macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.